Ein Tag traurig am Samstag, ein Tag vielleicht auch ein bisschen mutlos am Sonntag, aber jetzt geht's mit vollem Elan in die Woche vor dem letzten Bundesligaspiel mit unseren Legenden Rüdiger Brandschick, Klaus Fischer. Jungs, war nicht leicht aus dem Loch wieder rauszukommen, aber jetzt müssen wir, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, Polter hat es ja auch gesagt, wir gewinnen ihn in Leipzig. Nur das, ich frage mich nur, wie. Aber wir haben es ja im Vorfeld schon gesagt, Eintracht Frankfurt ist das Spiel, was wir gewinnen müssen. Und es fängt super an, mit der ersten Minute 1-0. Aber dann haben wir alle gesehen, was passiert ist. Und da können wir nur froh sein, dass wir das Unentschieden noch gemacht haben. Aber jetzt Leipzig gewinnt in München. Und das ist ja wirklich eine Frage an uns alle, wie soll das gehen, dass wir in Leipzig gewinnen? Ja, da musst du alles riskieren, weil, weißt du, ein Unentschieden reicht. Die spielen zu Hause gegen Leverkusen, auch nicht einfach, Bochum. Ja, die anderen sind ja weg. Stuttgart gegen Hoffenheim, da kann man mal ausgehen, dass die ganzen Ex-Stuttgarter bei Hoffenheim sich nicht traurig werden, wenn der VfB drin bleibt. Nee. Man muss aber auch sagen, Klaus, das 1-1 war ja so ein bisschen, ja, also man, normalerweise war das ein Foul auf der Seite gewesen, und aber ich das ging dann verhältnismäßig doch mir ein bisschen zu schnell zu unserem Tor. Ja, dass sie da so schnell unser Mittelfeld überlaufen haben und keiner ist da irgendwie zwischengekommen oder irgendwie, da habe ich also so schnell auch noch nicht gesehen. Unter anderem muss man natürlich sagen, das Tor war natürlich haltbar, also ganz klar, also wenn er den nicht hält, also ich habe in der Halbzeit Norbert Nippo mir angerufen und der hat gesagt, den hätte ich mit der Mütze gehalten, also wirklich im Stadion. Und ich sage, Heini, hättest du den gehalten? Er sagt, mit der Mütze hätte ich den gehalten. Ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob er den zu spät gesehen hat, ob der abgefälscht war. Und wir kritisieren natürlich immer schnell, aber wenn da so ein Ball angeflogen kommt, der ging so ein bisschen unter seinen Arm. Er hätte ihn halten müssen. Also ja, da gibt es keine Ausreden. Überhaupt nichts. Das ist ein haltbarer Ball, den muss er halten. Ob das ein Foul war, warum die nicht gepfiffen haben, weiß ich auch, ich hätte faul gepfiffen. Ja, aber Schulter an Schulter wäre okay gewesen, aber es war ja Ellbogen an Rippe. Genau. Und hinter ihm tritt er noch, hinter ihm noch auf die Hand und auf den Oberschenkel. Aber trotzdem noch haben wir noch 80 Meter bis zu unserem Tor. Und da muss ich reagieren und kann ich hoffen, dass er da pfeift, sondern ich muss die Situation klären. Ja, dann müsste er eventuell auch einen Foul machen, irgendwo, ja, dann hätten sie irgendwo den aufhalten müssen oder mehrere Leute aufhalten müssen. Haben wir aber nicht getan. Aber ist natürlich schon eine Stärke auch von Eintracht, ne, hinten raus zu spielen, über Götze, der schlaue Pässe spielt, und die Schnellen da vorne, Kolo Muani und Kamada. In dem Fall war es ja Kolo Muani, der den Ball nach vorne treibt und dann querlegt. Man sieht ja, wie schlauer Spieler ein Götze ist. Ja. Und wenn man sich die Bundesliga vom letzten Samstag anschaut, da muss man mal fragen, wie fußballdoof sind einige. Nicht bei uns, sondern Bayern München führt 1-0 gegen Leipzig, haben Eckball für sich und werden ausgekontert. Da muss ich ja wirklich fragen, wo sind die eigentlich? Ja? Und so geht's, wenn ich mir die Spiele anschaue, wie dumm sich manche verhalten. Das grenzt ja schon an Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Also. Ja, so ist das. Das Bayern-Spiel war natürlich für unsere Nachbarn ganz besonders gut, aber auch für uns, weil dadurch der Leipziger die Champions League sicher hat. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt das Spiel von letzten Samstag einfach mal abhaken und auf das nächste gucken, dann ist die Frage, ja, dann haben wir nicht nur den einen oder anderen, der noch angeschlagen ist, sondern auch wieder zwei neue Gelbgesperrte. Und das ist einmal Simon Terodde und einmal Moritz Jens, der dann nach der Auseinandersetzung mit Kolo Muani die fünfte Gelbe sieht. Simon auch, der als Kapitän, ne, hat immer wieder auf seine Binde gezeigt, dem Schiedsrichter, aber das hat er nicht interessiert. Hat sich da die fünfte abgeholt und schon haben wir wieder zwei weniger und Kraus ist auch noch angeschlagen. Also bei Terodde war, also das ist ein bisschen doof weiter, muss ich einfach sagen. Also der ist ja erst einmal hingelaufen, 50 Meter, kam da an, hat er so einen Hals gehabt, ja, und fängt dann da an, mit dem rumzudiskutieren.
Dann hat er so einmal auf seine Binde gezeigt. Aber die Binde, das ist im Endeffekt gar nichts. Das ist nur, wenn du die Mannschaft nach vorne führst, ins Stadion rein, dann ist es egal. Nee, ja, du darfst aber als Spielführer mehr mit dem Schiedsrichter sprechen als andere. Also, das darfst du. Also wir haben ja auch früher gespielt. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Binde, die war jetzt nicht so, so viel ist die Binde nicht wert. Aber wenn ich natürlich da angeschissen komme, zweimal hintereinander quasi und schreie den da an und zeige auf eine Binde, dann sagt der Schiedsrichter doch irgendwann mal, was willst du eigentlich von mir? Scheiß auf deine Binde. Ja? Du kriegst jetzt hier eine gelbe Karte, weil du mich anmeckerst, weil du mich kritisierst. Und das muss man einfach sagen. Und das ist so Dummheit, den Schiri so zu diskutieren mit dem Schiedsrichter, wo ich 80 Meter hinlaufe, dass ich da natürlich schon wütend ankomme. Und dass ich dann eine gelbe Karte kriege, das ist doch schwachsinnig, gerade in der Situation. Das ist doch das Gleiche, was wir mit Bülter hatten. Wir sind 2-0 Rückstand, hole ich ihn runter. Das ist das Einzige, was ich Reis kritisiere. Sonst, dass er ihn spielen gelassen hat, finde ich ja sogar okay. Aber das sind doch Sachen, die darf doch nicht passieren in der Bundesliga. Eine gelbe Karte für nichts. Für Meckern. Also, aber bitte, wir müssen uns eins im Klaren sein. Seit Reis da ist, ist er aufwärts gegangen. Wir wären einen einstelligen Tabellenplatz, wenn die Vorrunde nicht gewesen wäre. Und was da für Artisten da waren, die haben auch miterlebt. Und natürlich, egal welcher Verein das ist, wenn du so viele Fehler machst, dann gewinnst du die Spiele nicht. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Das habe ich, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal gesagt. Solche Fehler, das geht nicht, weil das in der, du spielst ja nicht in der Kreisliga A gegen Kreisliga C, sondern das ist Bundesliga. Wenn du dann hinten liegst, ja, dann ist es schwer, gerade in unserer Situation, ja, Spiele zu gewinnen. Weil es sind ja Fehler, die darf man einfach nicht machen. Das tut mir leid. Ja, aber man komischerweise ist es ja noch so, dass unsere Jungs die letzten 20 Minuten dann auf einmal Gas geben, als wenn irgendwo einer ein Ventil gelöst hat. Und das wundert mich. Wieso fangen die auf einmal an, die letzten 20 Minuten, wenn sie 2-1 in Rückstand sind, Gas zu geben? Ja? Alles da, oder, weil dann da geht ja nur noch alles oder nichts. Ja, du liegst 2-1, ja, trotzdem ist ja noch immer noch eine kleine Ordnung drin, Klaus. Also die haben ja hinten standen sie trotzdem und trotzdem waren sie aber vorne, waren sie vorne besser gewesen irgendwie. Also wir haben ja noch ein, zwei Chancen gehabt. Aber ne? Abi, du hast das 2-1 auch gesehen, wo zwei Spieler von uns standen und wo der Gegenspieler, der stand hinter denen, der wurde dann angespielt. Der war dann frei und passte den Ball nach innen. Tut mir leid, aber wenn ich das als Spieler nicht sehe, als Abwehrspieler nicht sehe. Ja. Gut, gehen wir über die Position mal durch. Also Jens ist draußen, schade, ne? Der hat in 11 von 11 Spielen nur ein einziges verloren. Und das ist das, wo er zur Halbzeit raus musste, weil er noch gar nicht richtig fit war, nämlich in Freiburg. Alle anderen, ne? 3 Siege, 7 Unentschieden, mit war ein gutes Omen. Ja. Der gute Mann. Dafür, neben Vandenberg, Kaminski, Yoshida. Ja, du hast ja noch ein bisschen Alternativen jetzt. Also für Leipzig hast du ja Alternativen noch. Aber Leipzig ist natürlich auch, ich meine, da sind so viele schnelle Leute. Also da musst du auch schon ein bisschen gucken, wen du da hinstellst. Also Kaminski ist ja jetzt nicht gerade einer der Sprinter bei uns. Ja. Aber wir können uns wahrscheinlich, können sich die noch erinnern auf das Hinspiel, dass hier 6-1 verloren ging. Und ich bin gespannt, wie werden sie ja verfolgen am Fernsehen. Ich bin gespannt, wie er spielen lässt und wie sie sich verkaufen. Ja, als echte Kerle oder, ja. Ich tippe mal, dass er Kaminski reintut, denn der hat ja nach seiner Verletzung es wirklich gut gemacht. Ne? In allen Spielen, die er gespielt hat, hat auch ein bisschen mehr nach vorne noch anzubieten als der eine oder andere Kollege aus der Innenverteidigung. Ja. Hat einen guten, langen Pass mit links, einen präzisen und vielleicht macht er sogar nochmal wieder ein Freistoßtor. Also Kaminski und Vandenberg nehmen wir mal an. Vorne, Terodde war in den letzten Auswärtsspielen auch sowieso nicht gesetzt. Ne? Von daher hat der Simon das nämlich schlau gemacht, weil der dann in der Relegation, werden die Karten ja mitgenommen. Ne? Dann ist er in beiden Relegationsspielen und der Moritz auch. Ja, aber der Scherz beiseite. Scherz beiseite. Ja. Wen würdest du vorne stellen? Ja, du darfst erstmal keinen fangen. Also muss ich normalerweise für mich Bülter ganz nach vorne,
ja, und die Bälle schnell nach vorne schlagen. Das hätte ich auch in München gespielt. Ein Polter vielleicht dann bringen, wenn es unbedingt sein muss, vielleicht der zweite Halbzeit und so weiter, weil er doch auch durch das Tor, das er gemacht hat, ein bisschen Auftrieb gekriegt und er auch nach, er geht da vorne weg, er sagt, wir gewinnen ihn. Ist auch positiv, aber mit zwei Spitzen vorne, mit Bülter und mit Polter, also mit Polter und Bülter meinst du? Polter und Bülter, glaube ich, fängt er nicht an, glaube ich nicht. Obwohl er alles würde mich auch wundern, wenn er das jetzt am Ende der Saison noch ändert, ne? Ja, er muss was riskieren. Also er hat ja noch ein paar Alternativen. Also ich weiß auch nicht, ob er unbedingt den Polter spielen lassen muss, wo der natürlich jetzt ein bisschen Selbstvertrauen hat, ne? Also das ist jetzt die Frage. Und ist einer, der sich wehrt. Und das ist jetzt die Frage, gucken wir mal im Training, wie ist der drauf und. Und danach würde ich dann entscheiden, ob ich ihn spielen lassen würde oder nicht. Also Bülter ist ja sowieso mehr auf der linken Seite. Den Polter kannst du ja weiter vorschieben, was der Rodde auch immer gemacht hat. Ne? Genau. Der hat es also, ja jetzt ausgeruht. Ja. Gegen Frankfurt. Der kann dir jetzt Gas geben. Ja, Karaman rechts, ne? Der war richtig stark. Ja, war nicht schlecht. Hat sich wirklich auch in den letzten Wochen super gemacht. Insofern, naja, vielleicht bringt er auch Frei zuerst, so wie in München zum Anlaufen und dann den Polter, wenn er sagt, er schafft eine halbe Stunde oder eine Halbzeit. Die Entscheidung, werden wir sehen. Die können wir auch gar nicht entscheiden, weil wir im Endeffekt nie so richtig jeden Tag beim Training bei sind. Also manchmal fragt man sich, warum lässt er den nicht spielen? Aber der sieht die Jungs ja jeden Tag und logisch, wenn ich die jeden Tag sehe, dann weiß ich auch, wen ich mich verlassen kann und wen ich am Anfang spielen lasse und wen ich reinschmeiße. Das wissen wir ja manchmal nicht. Wir sehen ja nicht, was die da veranstalten beim Training. Und das macht der Reis. Und dann muss der Reis auch alleine den Kopf hinhalten, weil er ist derjenige, der sagt, den lasse ich spielen oder nicht. Jo, dann Kraus angeschlagen, falls der nicht kann. Kannst du Drexler reinbringen von Anfang an, wenn Salazar weiterspielt oder Latza? Ja, kann man, glaube ich, Drexler kann man da schon bringen auf der Position dann. Ja. Fährmann war jetzt zumindest am letzten Samstag der Stand, kann noch keine langen Bälle schlagen. Und das heißt ja nicht nur, dass er die Abschläge nicht kann. Ne? Das wäre dann wahrscheinlich das ist so schon riskant. Schade mit Ralf Fährmann. Ich mochte ihn ja immer. Und man hat ihm auch... am Anfang der Saison, wo dann auch nicht gespielt habe, hat man nicht zu ihm gehalten, die entscheidenden Leute. Und er hat uns eigentlich mit seinen Leistungen, die er gezeigt hat, wieder dahin gebracht, dass wir eine Chance haben, nicht abzusteigen. Und deswegen war für mich schade, dass er sich verletzt hat. Und aber wenn er nicht spielen kann, ja. Also ich fand auch so, dass der Kraus und Salazar da den Torwart so anmachen. Ja, das ist immer eben noch ein Mannschaftsspieler, macht jeder mal Fehler. Die beiden machen auch Fehler und da kann ich nie als Torwart hinlaufen und sagen, hör mal, was machst du hier für einen Scheiß? Fand ich auch nicht gut. Also das fand ich auch nicht kameradschaftsmäßig, dass die beiden den da so angemacht haben. Also da muss ich sagen, da die beiden, die hätte ich mehrmals als Trainer an die Seite genommen, die gesagt, du, pass mal auf, Jungs, so funktioniert ein Spiel nicht. Ja, hat er ja gemacht. Immer, ich hoffe ja. Ne? Also das geht ja gar nicht. Also man kann nicht irgendeinen da in der Halbzeit da anmeckern, weil er ein Tor reinkriegt. Gut, die machen auch Fehler. Ja, beide machen Fehler. Ne? Also da ist immer noch ein mancher Spiel und da das fand ich ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber daran kannst du sehen, die Nerven liegen blank. Ja, die wollen unbedingt gewinnen und dann kriegst du natürlich so ein dämliches Tor rein und dann, dass sie die natürlich aufregen. Du brauchst ja ihn. Aber muss nicht sein. Fährmann kann nicht spielen und musst hoffen, dass er sich stabilisiert in der Woche und dass er vielleicht eine gute Leistung bringt. Da brauchst du in Leipzig. Ja, womit wir beim Gegner wären. Leipzig, wie gesagt, schon qualifiziert. Eine Woche später das Pokalfinale. Da wäre es schon normal und menschlich, wenn die, sagen wir mal, nicht bei 100% rauskommen. Und dann ist die Frage, schaffen sie noch 90 ich und sind 90 gesagt, von denen gut genug für ich uns? Ich habe gesagt, vor Frankfurt zu spielen, wenn du reingehst, musst du schon mal sagen, willst du im Pokalfinale dabei sein? Ja, dann halt dich zurück, sonst hau ich dir auf die Socken, das geht nicht mehr. Ja, hallo, du kannst ja nicht mehr versuchen, schön zu spielen, nee. Aber und trotzdem nicht dumm sein, um sich gelbe Karten abzuholen, schnell. Ja, im Zweikampf
nah dran sein am Gegensperr, erkennen die Situation, das Spiel lesen können, dass ich nah an den Gegner hin muss und ihn dann attackiere, ohne eine gelbe Karte zu kriegen. Ja, du wirst ja jetzt auch sehen, was Leipzig hat. Die werden wahrscheinlich auch nicht alle spielen lassen, gehe ich mal von aus. Die werden den einen oder anderen auch schon, aber da sind ja trotzdem Werner, Paulsen und wie die alle heißen, die brennen da zu spielen. Aber die wollen auch spielen. Und das sind also auch gute Leute. Und ich glaube, auch ein Teil lässt der, ich schätze mindestens die Hälfte lässt der spielen. Was vor allen Dingen hinten ist, da bin ich fest von überzeugt, hinten die Truppe lässt er stehen. Da passiert auch wenig Verletzungen eigentlich. Vorne glaube ich schon, dass er da den einen oder anderen schonen wird. Kann er, ja. Aber das ist vielleicht auch unsere Chance. Ja, wir dürfen auf keinen Fall aufgeben und wir müssen Gas geben. Ja. Es ist sowieso egal. Wenn du verlierst, bist du eh weg. Und wenn du gar nichts tust, bist du auch weg. Ja. Ja, also... Irgendwas musst du machen, du musst ein Tor machen und dann am besten alle hinten reinstellen und die Bälle irgendwo hinknallen, wo sie 10 Minuten brauchen, den Ball wieder zu haben. Und du musst laufen, 90 Minuten, bis und wenn 5-mal kotzen hinterher. Ja, aber was anderes gibt es nicht. Es gibt nichts anderes. Ja. Also weil wenn es was anderes geben würde, könnte man es denen sagen, aber ist nicht so. Und vor allen Dingen müssen wir ja erst auch noch mal gucken, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, wir müssen gucken, wie die anderen spielen da. Ja. Aber wenn die anderen einen Punkt holen und wir nicht gewinnen, dann ist ja... Ja, wir müssen sowieso mindestens einen Punkt holen und dann müsste Bochum verlieren. Ja. Dann wären wir wegen der Tordifferenz an Bochum vorbei und auf der Relegation. Zu Hause verlieren gegen Leverkusen. Ja, also Leverkusen muss gewinnen, um auf 6 zu bleiben. So. Ja. Nee, also keine das Frage. Spiel wird sicherlich auch noch mal interessant. Und die also, haben die Mannschaft dazu, in Bochum zu gewinnen. So ja, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich der letzte Spiel. Aber wie gesagt, du darfst dich nicht immer dahin gucken, nach Stuttgart gucken, da... Nein, du musst auf dich selber gucken, dass du was holst und dann hoffen, dass die anderen eben auch nicht gewinnen. Jo, mach ich mal ein kleines Quiz mit euch, weil über die Vergangenheit brauchen wir nicht zu reden von euch. Mit Leipzig gibt es nicht, ne? Habt ihr nie gegen Leipziger Verein gespielt, also gegen die sowieso nicht. Die gab es ja noch nicht, aber auch nicht gegen Lok oder sonst wen. Chemie und sonst wie, habt ihr alles gehabt. Da war ja noch die Mauer gewesen. Da war die Wende noch nicht. Aber gegen Magdeburg habt ihr ja auch gespielt. Aber im Europapokal gab es da keine Begegnung mit Leipziger Mannschaften. Ja. Aber ich frage euch mal, jetzt so aus dem Bauch raus, ganz schnell, wie haben wir die letzten 3 Spiele in Leipzig gespielt? Einmal haben wir gewonnen, glaube ich. Und ein Unentschieden. Ich hätte jetzt gesagt, ihr sagt 3-mal verloren, aber ist genauso wie du sagst. Nee. Letzte, klar, haben wir 0-4 da auf den Sack gekriegt in der Saison, wo ja alle Spiele 0-4 ausgingen. Und dann haben wir davor, haben wir 3-1 gewonnen und davor 0-0. Ja, also warum sollen wir da nicht mal was holen? Ja. Vielleicht liegen die uns ja auch. Ja. Und auch wenn uns jetzt ganz viele Leute erzählen, ihr habt keine Chance mehr, wenn man sich vor Augen hält, wenn wir nach dem Hinspiel Leipzig, war die Hinrunde zu Ende. Wir stehen hier nach einem 1-6 und haben 9 Punkte nach der Hinrunde und sagen, Kinder, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es ist eben auch nicht unmöglich, es in der Rückrunde noch zu schaffen. Ja. So, und jetzt haben wir 22 Punkte mehr, sind auf Platz 8 der Rückrundentabelle. Und jetzt müssen wir in 90 Minuten... Da darf man gar nicht nachdenken drüber. Ne? Ja, daran kannst du aber auch sehen, wie schwach die anderen Mannschaften sind. Darfst du auch nicht vergessen. Das Punkteniveau ist genau dasselbe. Die anderen haben dann aber auch viele Spiele verloren, Klaus. Das darfst du ja nicht vergessen. Also sind wir auch aber nicht so weit von den anderen Mannschaften entfernt. Aber entscheidend ist doch, dass wir die gewonnen haben. Ja. Dass wir die Punkte geholt haben gegen gute Gegner. Ja, ich wollte auch nur sagen, dass du da nicht so weit entfernt bist. Weil am Anfang waren wir ja komplett weg. Ja. Und dann haben wir gesagt, Schalke steigt ab, ist gar kein Thema. Aber du siehst ja, die anderen Mannschaften sind auch nicht so überragend, weil dann wären wir da nie mehr unten rausgekommen. Ja. Ja, egal, welcher Trainer da ist, ob der gute Arbeit oder schlechte Arbeit gemacht hat. Daran kannst du sehen, die Qualitäten der 6-7 Mannschaften unten sind fast gleich. Ja, aber das andere Argument, dass sie so schwach sind, zählt nicht ganz, weil das immer so ist. Die letzten Jahre war es immer genau auf dem Punkteniveau. Es ist keine Saison, wo man weniger Punkte braucht, um drin zu bleiben. Ja. Es gab schon mal eine, wo man mit 28 drin bleiben konnte. Da wären wir jetzt schon durch, aber ist nicht.
in den letzten Jahren hast du im Schnitt immer 34 gebraucht. Ne? Und das wäre ja auch dieses Jahr, wird das wieder genau ja, die Zahl sein, ja. mit der du gut dabei bist. Ja, weil es immer enger wird, dass auch ja. Mannschaften, die unten gegen andere, die oben sind, punkten können, wenn sie das einsetzen, was man einsetzen muss im Spiel. Ja, und da kann das schon mal passieren, wenn der übermächtige Gegner, sagen wir mal so, nicht mal seinen besten Tag hat und du vom Torwart bis zum Linksaußen, dass du alles dafür tust, um deinen Punkt oder zu gewinnen. Ja. Wir haben die schlechteste Position am Anfang des Spieltages, aber wir machen das, was wir bisher in der Rückrunde die ganze Zeit gemacht haben, das nochmal verdichtet auf 90 Minuten, ne? Das ziemlich Unwahrscheinliche doch noch möglich zu machen. So ist es. Das ja. wollen wir und dann stehen wir am nächsten Montag hier und haben deutlich ja. bessere Laune als letzten Gläschen, Samstag. Trink mir ein Gläschen. Aber. Gläschen aber, ja, wenn's der 15. Ja, wenn es der 15. wäre, ja. Ja, dann ne? machen wir das auf jeden Fall. Ja. Okay. Vielen Dank. Alles klar. Und euch klar. auch. Glück alles Gute auf, ja. für eine Woche, die noch lang wird bis Samstag, ja. glaube ich. Ja. Da macht ja. man sich noch viele Gedanken. Bis ja. dahin. Tschüss und Glück auf. Ja. Glück auf. Tschüss.